Herzlichen Dank, Sie sind gut drauf, ich merke das schon. Ne? Sie haben Aufschwung, oder? Sie genießen noch den. War ein schöner Aufschwung, wie ein deutscher Sommer, kurz, aber. Ne? Und schon fangen die Leute wieder an zu jammern. Dabei wird bei uns auf einem Niveau gejammert, um das uns 80% der Weltbevölkerung beneiden. Inklusive unserer eigenen Vorfahren und unserer Nachkommen. Und das Allerschönste ist die, die wirklich nichts haben, also diese Unterschicht. Entschuldigung, das darf man nicht sagen. Ich kann mir das nicht abgewöhnen. Unterschicht darf man nicht sagen. Der Begriff ist diskriminierend, also zu eindeutig. Es hat ja lange Jahre nur Gerüchte gegeben in Soziologenkreisen, dass es sowas gibt wie die Unterschicht. Aber die haben die ja gefunden. Vielleicht können Sie sich erinnern. Vor knapp 2 Jahren, 2 Ethnologen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die haben diese völlig neue Lebensform entdeckt mitten in Deutschland. Die leben ganz versteckt in so einer Flussbiegung. Und da haben die gesagt, diese Leute hätten so wenig Geld zur Verfügung, die könnten am normalen gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben. Das sei die Unterschicht. Und da haben die Politiker sofort gesagt, so könne man das nicht sagen. Das finde ich ja besonders schön. Wenn einer was gesagt hat und ein anderer sagt, so kann man das nicht sagen, wo man es gerade so gesagt hat. Damals hat sich Franz Müntefering sehr hervorgetan. Franz Müntefering, ne, der ja im Grunde schon im Vorruhestand, schon fast im Ruhestand war. Ich war so kurz davor, den Mann endgültig aus dem Programm rauszuschmeißen. Und jetzt ist er wieder da. Es ist unvorstellbar. Das ist... Oh. Man denkt, man hat das hinter sich, das ist wie ein Fußbild. Sie denken, es ist weg und dann kommt er wieder. Und man weiß nicht... Franz Müntefering, das ist doch diese alte Sozialdemokratie, die, auf die man sich verlassen konnte. Ha? Das war noch die alte SPD, da gab es doch keinen Wortbruch, meine Damen und Herren. Nein, Franz Müntefering, der hat 2 Wochen nach der Bundestagswahl 2005 auf der Pressekonferenz gesessen, hat gesagt, wir sollen Politiker nicht immer an dem messen, was sie im Wahlkampf sagen. Das wäre unfair. Ja, sehen Sie, Sozialdemokraten wie Münte, die ekeln sich vor gar nichts. Nicht mal mehr vor ihrem eigenen Ersprochenen. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Deutschen Bundestag, der spricht ja auch so eine ganz eigene Sprache, haben Sie auch schon mal gehört, Kauderwelsch. Der hat gesagt, ich sage nicht Unterschicht, das ist diskriminierend, er hat gesagt, ich sage Menschen mit sozialen und Integrationsproblemen. Das ist elegant formuliert. So wollen wir das haben, meine Damen und Herren. Das ist der politische Diskurs in aller Reife. Wir sagen nicht mehr Idioten, wir sagen bildungsferne Schichten. Da steckt das Wort Bildung noch drin. Man kann mal winken von Weitem, das ist eine schöne Sache. Demnächst sagen wir auch nicht mehr Arme, wir sagen einkommensferne Schichten. Kennen Sie schon dieses neue Wort für anständig? Liechtenstein-fern. Sie haben schon so viele neue Worte gelernt im Laufe Ihres Lebens, ohne dass Sie das gemerkt haben. Ja, wir sagen nicht mehr Lehrling, wir sagen Azubi. Wir sagen nicht mehr Sklave, wir sagen Hausfrau. Ja, das ist eine schöne Stelle, weil nach dem ersten Schock fangen doch die ersten Frauen an zu klatschen und zu grinsen. Und die Hausfrauenhalter, die moppern so ein bisschen vor sich hin. Ne? So. Kann man nicht sagen, ne? Kann man so nicht sagen. Ne? Schade, das Pärchen hätten Sie jetzt mal von vorne sehen müssen, meine Damen und Herren. Manchmal ist auch schön auf der Bühne, ja. Ob Sie noch zusammen nach Hause gehen heute Abend, weiß auch keiner, ne? Ja. Wir sagen nicht mehr Verarschung, wir sagen parlamentarische Demokratie. Und deshalb sagen wir jetzt auch nicht mehr raffgieriges, asoziales Pack. Wir sagen jetzt Spitzenmanager. Und für die Unterschicht müssen Sie auch den neuen Ausdruck lernen, das ist das Prekariat. Das ist der wissenschaftliche Ausdruck. Prekariat müssen Sie sagen, damit diese Menschen nicht merken, wenn wir über sie sprechen. Sonst ist ja diskriminierend. Jedenfalls diese Leute, die wirklich nichts haben, die jammern noch gar nicht. Nein, bei uns jammern immer die, die so viel haben, dass sie locker noch was abgeben können, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Die jammern in Deutschland immer rum. Der Spitzensteuer, das ist immer noch zu hoch. Das ist auch wirklich furchtbar, oder? Leiden Sie da auch so drunter? Ein Land, in dem die Bevölkerung noch Geld über hat, um Bücher von Eva Herrmann und Dieter Bohlen zu kaufen.
Aber es wird ja immer erklärt, dass gerade diese Spitzenverdiener das Geld auch zurechtbekommen, meine Damen und Herren. Und natürlich ist das furchtbar, Spitzensteuersatz zahlen zu müssen. Wissen Sie, wann Sie Spitzensteuersatz zahlen? Wenn Sie als Verheirateter 500.000 Euro im Jahr zu versteuern haben, dann geben Sie davon 45% Steuern wirklich ab. Dann bleibt natürlich nur noch wenig über. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Das ist das grausame Schicksal der Superreichen. Die müssen so viel abgeben, da kommen einem dermaßen die Tränen, dass man das, was überbleibt, gar nicht mehr sehen kann, meine Damen und Herren. Jürgen Schremp, ja, der hat 10 Jahre lang Daimler Chrysler geführt, 80 Millionen Euro verdient. Das ist eine Menge Geld, das gebe ich zu. Da geben Sie etwa 1.330 Jahre für Arbeiten. Als Arzt im Krankenhaus zum Beispiel. Als Krankenschwester hätten Sie schon 500 Jahre vor Christi Geburt anfangen müssen. Aber da sehen Sie, was der Schremp alles weggearbeitet hat. Das ist ja leistungsbezogen. Ja, das ist leistungsbezogen. Das sind die Experten, die wissen, was auf uns zukommt. Der Schremp hat 10 Jahre lang Daimler Chrysler geführt, 80 Millionen Euro verdient und in der Zeit den Wert von Daimler Chrysler um 50 Milliarden Euro reduziert. Zu so etwas wäre doch so ein träger Beamter überhaupt nicht in der Lage. Es gibt natürlich auch unter den Beamten Leute, die wirklich in die Zukunft sehen können. Natürlich Arbeitsministerium in Berlin, die haben mal ausgerechnet, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Das können die ausrechnen, ernsthaft. Leider behalten Sie es nicht für sich. Gucke ich Nachrichten, dann liest er mir vor, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Dann denke ich, oh, da habe ich jetzt Planungssicherheit. Wa? Dann warte ich drauf, dass er mir den Wetterbericht für 2050 auch noch vorlegt. Für wie blöd halten die uns hier inzwischen eigentlich? Wer weiß denn, was in 42 Jahren ist? Wer weiß denn, was in 30 Jahren ist? Sind 15 Jahre für Sie ein überschaubarer Zeitraum? 15 Jahre? Hä? Nee, 15 Jahre, so lange war nicht mehr das 1000-jährige Reich. Kohl war länger als das 1000-jährige Reich. Nicht nur gefühlt. Nehmen wir 15 Jahre aus unserem Leben so. Fangen wir 1990 an, da haben wir einen klaren Startpunkt. Da können wir uns noch erinnern, 1990. Wir waren frisch wiedervereinigt. Wir waren Fußballweltmeister. Franz Beckenbauer, die Schlichtgestalt des deutschen Fußballs, stand auf dem Rasen und sagte, wir werden jetzt über Jahrzehnte im Fußball unschlagbar sein, jetzt, wo die Ostdeutschen mit dabei sind. Dann kam Berti Vogts. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 ist Arnold Schwarzenegger, also Conan der Barbar, Gouverneur von Kalifornien, da sollten wir uns jetzt schon große Sorgen um Kübelböck machen, oder?